Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel. In der zweiten Runde bei Mainz 05. Ja, bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht oder ihr nichts verpassen wollt oder wie auch immer, abonniert einfach den Kanal. Punkt. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Vielen lieben Dank dafür. Gut. Rein in den Bums, es ist wieder Bayern-Qualität. Ich habe gerade schon geguckt, die erste Minute haben wir Ton, aber kein Bild. Weil, was erwarten wir von einem Weltklub? Hä? 0-5 in der zweiten Runde, servus zusammen, hallo auf der Bühne. Wie gesagt, das Angebot steht immer noch. Ne? Ich bin ITler, stellt mich ein, ich bringe den Laden da in Schwung. Aus der Freundin war es auch Kompanie, die... Rede und Antwort stehen. Bitte schön. Ja. Die erste Frage. Die erste Frage, bitte. Signalisiert von wem? Das FC Bayern-Logo. Ah, Torben Hoffmann traut sich wie immer von Sky. Ja, wild. Heute. Erstmal guten Morgen. Was für einen Gegner erwartest du morgen mit Mainz 05 auswärts? Guten Morgen. Ja, ich glaube, das ganz deutlich ist. Zweikampfstark, aus der Kompaktheit immer versuchen, wieder Druck zu machen und rauszukommen. Und, Vinny, Servus erstmal, ne? Ja, das ist eine Gegner, wie ich sage das manchmal auf Englisch, ich weiß nicht, ob ich das ganz genau übersetzen kann, aber die Gegner lebt. Das siehst du in jeder Situation, jeder Phase und ja, es bleibt auch wie immer ein Pokalspiel und deswegen. Glaube ich, das ist auch eine ganz gute, keine leichte Aufgabe ist. Aber wir bereiten uns vor und wir. Ja, leichte Aufgabe ist mit Sicherheit nicht in Mainz. Gerade im Pokalspiel, da kann alles passieren. Ja, ein Spiel, da ist immer alles drin. Ja, die Mannschaft ist gefragt. Ich bin guter Dinge. Aber ja. Ja, wir freuen uns auf dieses Spiel. Für uns ist es wichtig, dass wir jetzt weitermachen und dieses Spiel ist für uns auch ein Moment, den wir wollen. Okay, danke schön. Dann in der Mitte Georg Holzner für den Kicker. Servus, guten Morgen. Eine Frage an Christoph Freund. Jetzt hat man noch im Kader auch noch die Jugendspieler wie Mathis Tell zum Beispiel, Ajon Ibrahimovic oder auch einen Adama Snu. Wie plant man mit denen jetzt? Wie versucht man die noch mehr zu integrieren? Und wie sind da vielleicht auch die Überlegungen im Winter, ob es da bezüglich Laien oder ja, möglicher Umstrukturierung oder was auch immer bei denen geht? Ja, grundsätzlich muss man, glaube ich, jeden Spieler individuell betrachten in seiner Entwicklungsstufe. Kann man nicht über den Kamm scheren. Also jeder Spieler hat seine eigene Geschichte und seine eigene Entwicklungsstufe. Aber natürlich ist es Fakt, dass wir einen sehr, sehr guten, qualitativ sehr hochwertigen Kader haben. Es ist nicht so leicht, dass sie so viele Minuten bekommen, aber wir sprechen auch immer wieder darüber, wir diskutieren immer wieder darüber, weil es einfach wichtig ist, was mit den Jungs passiert, wie sich die Jungs entwickeln. Es ist uns wichtig als Verein, es ist dem Trainerteam wichtig und die meisten dieser Burschen sind eben seit Sommer mit dabei, machen es richtig gut, auch im Training, haben auch in der Vorbereitung teilweise richtig gute Spiele schon gemacht. Ja, warum spielen sie da nicht? Ganz einfache Frage, oder? Mathis Tell, ja, kann ich irgendwo verstehen, haben wir schon mal drüber gesprochen, aber Adam Aznu, warum spielt er nicht? Also Conny Leimer als Rechtsverteidiger ist eine Katastrophe. Warum baut man Fonzie Davis auf, der seinen Vertrag nicht verlängern will? Warum baut man da nicht einen Adam Aznu auf? Gerade in Spielen wie gegen Bochum. Ja, ich verstehe das ja, dass man sagt, vielleicht gegen Barca und so weiter will ich dem das noch nicht zutrauen. Aber wir haben es beim Pavlovic gesehen letztes Jahr. Irgendwann musst du die Spieler halt dann auch mal reinwerfen, ja. Und entweder packen sie es dann, ja, oder halt nicht. Und wenn nicht, dann können wir immer noch darüber reden. Ja, komm, wir leihen den mal aus ein halbes Jahr oder ein Jahr. Aber du musst doch irgendwann jetzt mal die Eier haben. Und wie er selber sagt, ja, die waren ja in den Vorbereitungsspielen stark. Also ein Adam Aznu war ja richtig stark, ja. Warum verzichtet man darauf? Das verstehe ich nicht, ja. Ich meine, erst recht, wo uns Dani und Ito verletzt sind. Ich meine, wenn die beiden wieder fit sind, sinken die Chancen ja ins Bodenlose, dass er überhaupt mal eine Einsatzminute bekommt. Wird er wahrscheinlich gar nicht mehr Teil dieses Kaders sein. Aber warum hat man diese Chance jetzt verstreichen lassen? Na? Das verstehe ich nicht. So. Ibrahimovic war verletzt, ja, aber auch er, den musst du halt jetzt auch einfach mal reinwerfen. Ja. Sobald er wieder fit ist. Weil auch da,
denke, Kingsley Coman war jetzt nicht super überzeugend. Serge Gnabry ist gerade auch nicht mehr super überzeugend. Leroy Sané brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Ansatz ist, dass Michael, der überzeugend ist. Ja, let's go. Ja. Und Mathys Tel, ja, Mathys Tel hatte ja schon genug Chancen, hat ein paar nicht von genutzt. Mit sowas mal wieder ein bisschen besser. Wird man sehen, wohin die Reise geht. Aber auch er bräuchte jetzt einfach mal konstant Spielzeit. Ja. Nochmal so ein Jahr mit Rumgeeier und bringt ihm gar nichts. Ja. Warum man dann da an Kingsley Coman festhält und dem konstant Spielzeit gibt, damit er wieder zurück in die Spur finden kann, vielleicht. Bisher sehe ich das nicht. Also ich garantiere, hätte Mathys Tel diese Spielzeit bekommen, die ein Kingsley Coman bekommen hat, wäre Mathys Tel auch schon weiter. Ja. Warum man das nicht tut, wir haben da gestern im Stream drüber gesprochen, vielleicht einfach der Teamchemie geschuldet. Ja. Was wäre, wenn ich jetzt so einen Adam Aznu, einen Conny Leimer vor die Nase setze? Was wäre, wenn ich einen Fonzie Davis jetzt komplett an die Wand stelle? Was wäre, wenn ich Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leroy Sané ganz klar auf die Bank oder Tribüne setze und dann Ibrahimovic oder Tel ständig spielen lasse? So. Welche Stimmung wäre dann? Die Stimmung würde wieder kippen. Und dann nochmal, wollen wir das dem Trainer anlasten, dass er in dieser Bedrulle ist? Schwierig. Ja, da hätte halt der Sportvorstand mit dem Sportdirektor zusehen müssen, dass diese Spieler halt weg sind. Oder, wie ich es gestern im Stream sagte, man hätte vor der Saison klar kommunizieren müssen, pass auf, hier, der neue Trainer plant mit dir und dir nicht. Ihr habt Verträge hier, alles ist gut, ihr könnt bei der zweiten mittrainieren, wir bieten euch das Umfeld, spielen werdet ihr in der ersten nicht und seid nicht Teil dieses Kaders. So, das wären die beiden Alternativen gewesen. Ja. Das jetzt aber an Kompanie anzulasten, zu sagen, ja, warum macht er das denn nicht, warum lässt er den immer spielen? Ja. Ihr müsst mal sehen, was ein Kompanie auf die Beine gestellt. Er hat aus diesem Egoistenhaufen der letzten zwei Jahre wieder eine Mannschaft geformt. Ja, und das sind mit Sicherheit Sachen, die auch eine Rolle spielen. Ja, wenn er da jetzt wieder 3-4 Spieler weggecancelt hätte, wisst ihr selber, ja, und das sind alles Klicken, dann ist der wieder sauer und der und bla und Sülz. Und dann hättest du wahrscheinlich auch niemals dieses Team hingekriegt, ja. Aber gerade mit dem Adam Aznu ist es wirklich super. Schade und super unverständlich aus meiner Sicht. Ja. Deswegen die Aussagen, die er gerade trifft, sind ein bisschen wild. Man hätte da ein paar Sachen anders gestalten können. Ja. Es ist natürlich nicht so einfach, als junger Spieler Einsatzminuten beim FC Bayern München zu bekommen, vor allem auch, wenn ja, der Kader so qualitativ hochwertig besetzt ist, wie gerade jetzt. Und dann kommt es auch immer darauf an, ein bisschen, welche Position sie gerade spielen. Und dann kommt es immer auch ein bisschen auf das Momentum an. Ich bin überzeugt, wenn die Jungs dann gebraucht werden, dann sind... Ja, stimme ich 100% zu. Nochmal, gerade bei Adam Aznu sehe ich das gar nicht. Also wie gesagt, der hätte es nicht schlechter machen können wie ein Conny Leimer, der könnte es nicht schlechter machen wie Alfonso Davis, große Strecken über seine Spiele. Es ist super schade, dass man dem Jungen nicht die Entwicklungszeit gegeben hat. Ja. Und es ist für mich auch völlig unverständlich. Und da, das ist auch die einzige Personalie, wo ich ein Kompany ein bisschen mit ins Boot nehmen muss. Warum? Sind Sie bereit, weil Sie einfach richtig gut sind, weil Sie auch immer wieder im Training zeigen, dass Sie schon sehr, sehr hohe Qualität mitbringen. Und da muss man individuell bei den Jungs dann entscheiden, was eben der beste mögliche nächste Schritt für Sie sein kann. Für uns ist es einfach sehr, sehr wichtig, die Jungs eng zu begleiten und sie aufs höchste Level zu führen. Und das ist dann bei jungen Spielern unterschiedlich. Gibt es unterschiedliche Wege, sie dorthin zu führen? Können Sie aber ein bisschen explizit eingehen, was den jeweils Einzelnen vielleicht fehlt aktuell? Fehlt. Ja, irgendwas muss ja fehlen, wa? Oder wie gesagt, sonst muss man sich die Blöße geben, wenn er jetzt nicht weiß, was den einzelnen Spielern fehlt. Ja, dann sind wir bei dem Punkt, den ich gerade hatte, ne? Dann geht's eher darum, dass da keinem auf den Schlips getreten wird und man die Teamchemie nicht stören möchte und ja. Naja, woran es liegt? Es liegt daran, was ich vorher schon gesagt habe, dass einfach der Kader richtig, richtig gut besetzt ist, dass die Mannschaft richtig guten Fußball spielt. Ja, und das ist richtig. Das ist aber auf die einzelnen Positionen gesehen teilweise Schwachsinn. Ja, wie gesagt, ein Conny Leimer als Rechtsverteidiger ist eine Katastrophe. Ein Guerrero hat mal super Spiele, mal super schlechte Spiele. Ein Fonzie Davis kommt wieder besser in Schwung, ja.
Also da gäbe es genug Möglichkeiten, gerade in Spiele wie gegen Bochum, da einen Adam Aznum mal reinzuwerfen, um mal zu gucken, ja, was ist jetzt Phase bei dem Mann, ja. Dass man das nicht nutzt, ja, wie gesagt, das ist dann daraus geschuldet, dass man sagt, oh ja, aber jetzt bringe ich mal den Conny Leimer, den muss ich jetzt wieder ein bisschen streicheln, bevor der sonst, keine Ahnung, pissig wird oder sonst was. Ich habe keinen Platz, weil ich ein paar Linien unbedingt spielen lassen muss, weil das eine Neuverpflichtung ist, die super nicht funktioniert. Dann bringe ich einen Conny Leimer als Rechtsverteidiger, damit er überhaupt Spielzeit kriegt, anstatt dann da das Talent zu bringen und zu gucken, ja, wie weit ist der? Ja. Und wer hat in der Vorbereitung gezeigt, wie weit er ist? Also das wäre eine richtig starke Alternative für uns, der uns mit Sicherheit viel Freude bereiten würde. Ja. Aber nochmal, bald kommt Stani zurück, Ito, Boe, dann ist alles zu. Ne? Und dann ist ein Adam Aznum mit der zweiten Mannschaft, dann wird er vielleicht mal ein Jahr ausgeliehen und dann wird er irgendwo hingehen, wo er die nächsten Steps macht und wird verkauft werden. Ne? Darauf wird es hinauslaufen. Und man hat eine Riesenchance vertan, was super schade ist. Ne? Und dann wundert man sich wieder, oh ja, warum haben wir denn nicht solche Spieler wie der Mal Jamal von FC Barcelona? Ja, weil man den Spieler, den jetzt gerade, wo diese Chancen da sind, wo man die Spieler hätte aufstellen können, nicht die Chancen gibt. Ja. So, und das ist super schade. Und dann ist ja nicht so einfach, dass man wirklich viele Minuten bekommt. Ja, Mathis hat jetzt in Bochum wieder 25 Minuten seine Einsatzzeit bekommen, hat es gut gemacht. Es geht dann auch im Fußball immer wieder sehr, sehr schnell, weil wir wissen, dass immer wieder was passiert und da müssen die Jungs bereit sein. Aber wie schon vorher gesagt, es ist unterschiedlich zu sehen, wie weit die Jungs gerade sind oder auf welcher Position sie eingesetzt werden können. Aber es würde jetzt zu weit gehen, jeden Einzelnen durchzugehen. Dann ist Klaus Bergmann für die DPA an der Reihe. Grundsätzlich hat er natürlich vollkommen recht mit dem, was er sagt. Ne? Aber nochmal, man beraubt sich der Chance, auch in Spielen wie gegen Kiel und so weiter. Wobei wir das noch gerne außen vor lassen können. Das war die ersten zwei, drei Spiele, ja, oh, alles klar, möchte man noch so seine Stammelf finden und alles ist gut, kann ich nachvollziehen. Aber jetzt, wo englische Woche auf englische Woche auf englische Woche ballert und das jetzt schon seit Wochen, habe ich es absolut nicht verstanden, warum man gegen Bochum nicht gesagt hat, hier, Adam Aznum mal rein, vielleicht auch mal ein Ibrahimovic. Gut, der war verletzt, der hat jetzt erstmal in der zweiten gespielt, alles gut. Oder dann halt mal Mathis Tel rein. Ne? Wo ist das Problem? Also, schade. Schade, man beraubt sich da der Chancen. Ja. Wie gesagt, ich gehe da von Orten, Adam Aznum werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen. Also wenn die Spieler alle fit sind, die da jetzt gerade fehlen, wirst du ihn nicht mehr sehen, was super schade ist. Ja? Man hat sich eine Chance beraubt und trauert dem wieder nach, wenn der verkauft ist und irgendwo anders seine Entwicklung macht und da dann performt. Ja? Ja. Und das passt dann wieder nicht zu dem, was man vor der Saison kommuniziert hat. Ja? Guten Morgen. Herr Kompany, wo siedeln Sie den Pokal in, sagen wir mal, in dem Ranking an der Saisonziele? Also wie gehen Sie damit um? Und Herr Freund, Sie haben ja hier dann auch schon ein bisschen was DFB-Pokal miterlebt früher. Also man, als wenn man beim FC Bayern war, dann war man mal im Endspiel. Das war ich die Regel. Ja. Wie lange müssen Sie denn noch warten? Wie lange das ist? Ja, also in meiner Mentalität gibt es keine Pokal-Ranking. Also es geht nur um das nächste Spiel. Das ist jetzt unser nächstes Spiel. Und das ist für uns genauso wichtig wie eine Finale. Das ist bei uns immer die Mentalität. Und ja, deswegen kein Pokal-Ranking einfach, weil es das nächste Spiel ist. Wollen wir gewinnen und werden wir auch alles dafür tun, damit wir morgen hoffentlich erfolgreich heimfahren. Ja, ich habe noch nicht so eine lange Pokalgeschichte mit FC Bayern München. Ich bin ja ein gutes Jahr jetzt hier, aber letzte Saison kann ich mich noch erinnern. War natürlich nicht so positiv, das Ausscheiden in Saarbrücken. War auch sehr Überraschung, war eine Enttäuschung, aber wir schauen nach vorne. Unser großes Ziel ist, dass wir morgen gewinnen. Unser großes Ziel ist, dass wir dieses Jahr nach Berlin kommen. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Pokal ist ein wichtiger Wettbewerb, wie auch die anderen. Das Ziel ist jedes Jahr dasselbe, genau wie wir jedes Jahr das Ziel haben, Meister zu werden. Und das andere wäre ja auch Banane. Wir können uns ja nicht da hinsetzen und sagen, ja, unser Ziel ist wenigstens Viertelfinale im DFB-Pokal. Wettbewerbe, wo wir dabei sind, aber wir wissen auch, im Pokal ist immer ein Spiel, es ist immer ein Knockout-Spiel. Und ja, da kann immer alles passieren und darum müssen wir morgen bereit sein und wollen unbedingt weiterkommen. Eins weiter davor, Vincent Schirpke für TZ und Merkur.
Hallo Herr Kompany. Sie hatten eine sehr abwechslungsreiche oder wechselhafte letzte Woche mit einem 4-0-Sieg, einer 4-1-Niederlage und einem 5-0-Sieg. Wie ist denn jetzt die Stimmung im Team vor dem Spiel morgen und welche Schlüsse haben Sie aus der Woche gezogen? Ich glaube, die Schlüssel ist, dass die Emotionen nicht für die drei unterschiedlichen Spieler dreimal anders sind. Ich glaube, wir sind ruhig geblieben, wir haben einfach weitergearbeitet und an die Details gearbeitet, damit wir immer nicht nur anpassen, aber einfach besser werden. Und ja, das ist jetzt nach die 5-0-Sieg gegen Bochum auch wieder so. Nicht anpassen ist schon wild. Ja, besser werden, alles fein. Aber vielleicht sollte man überlegen, doch mal ein bisschen was anzupassen. Dass so ein Palinja von Kimmich spielt, ist schon wild. Dieses Spiel ist jetzt vorbei und unser Ziel ist wieder nochmal einen Schritt weiter zu machen gegen Mainz jetzt. Nicolas Lehner für die Bild-Zeitung. Servus zusammen. Eine Servus. Frage an den Trainer, Herr Kompany. Ihr Trainerkollege Gerardo Seoane hat sich kürzlich über den Rasen in Mainz beschwert und sagte, da wäre sehr viel Sand hochgespritzt und das sei ein wichtiger Faktor im Spiel von Gladbach in Mainz gewesen. Glauben Sie, dass Mainz da als Außenseiter einen gewissen Vorteil hat oder dass das vielleicht ein Nachteil sein könnte? Genau, die kippen noch mal überall noch mal richtig schön Sand drauf, damit der Platz schön langsam wird. Für Ihre technisch versierte Mannschaft? Ich weiß nicht. Ich weiß, dass es schon manchmal so ist, dass der eine oder andere Mannschaft mal versucht, so mit der Rase ein bisschen das Spielverlauf zu beeinflussen, wenn das stimmt. Ich weiß, dass es passiert im Fußball, aber jetzt für uns, für Bayern, wir machen uns keine Gedanken darüber. Egal, wo das gespielt wird, es kann auch am Top von Himalaya gespielt werden. Für uns geht es einfach darum, dass, so ist richtig, dass morgen Bayern die beste Mannschaft ist und dass wir gewinnen. Und das ist unsere Priorität. Und hoffentlich wird es so sein, dass die gewissen Instanzen immer sorgen, dass irgendwie die Rase und die Messungen ein bisschen ähnlich sind in jedem Stadion in der Bundesliga. Aber für uns gar keine Überlegung darüber. Torben Hoffmann wieder, bitte. Ja, eine Frage an beide. Gestern wurde der Ballon d'Or vergeben. Rodri hat gewonnen. Dann gab es ja noch ein bisschen Aufregung um Real Madrid, die ja den kompletten Auftritt abgesagt haben. Und Harry Kane mit der Gerd-Müller-Trophäe. Vielleicht könnt ihr beide dazu mal was sagen. Gewinner Rodri, Verständnis, dass Real komplett zu Hause bleibt und Harry Kane auch mit der Trophy. Ja, außer dass ich Rodri natürlich gut kenne und das ist natürlich eine. So, I will say this one in English, makes it maybe easier. You know, obviously, I think Rodri is so talented, one of the best players in the world for sure. And I think for him to win this trophy, it's a fantastic achievement for the club as well. And on the other side, you know, I can only say that. Obviously, when you're talking about the Ballon d'Or, there's always four or five players who are incredible, and Vinicius is amazing with the deciding actions he had in the final, but also everything he produced in the season. So sometimes it's like this, you know, it's not being voted by anyone other than the people that are responsible for this trophy, and sometimes votes happen this way. But for Rodri, it's fantastic, and I'm sure himself and the club will be very, very proud. And then for obviously Harry, it's massive because I think still our goal is to win as a team. I think the more I get to know him, the less I have the feeling that this is actually his priority. It's crazy because he scores so many goals and he's such a traditional number nine. But if you look at what he's been doing since I've been a coach, personally for the team, it's never been just about the goals. So for him to then still have this trophy, I think it's exceptional. And but I know which trophies he wants, so that's our priority, and he does everything for that. So we shouldn't forget that. Ja, ich
kann es ganz kurz zusammenfassen. Also für Rodri ist es natürlich schön und für den Verein ist es schön und er ist auch einer der besten Spieler der Welt und er hat es auch mit Sicherheit verdient. Also ich hätte auch eher einen Rodri genommen als einen Vinicius Junior, einfach aus von der Art und Weise, wie der Charakter ist. Ja. Vielleicht hat man sich da auch ein bisschen im Weg selber gestanden. Ähnlich wie so Neymar über Jahre getan hat. Ja. Wenn man sich teilweise wie ein Arschloch auf dem Feld verhält, muss man sich vielleicht auch nicht unbedingt wundern. Ansonsten diese Wahl hat ja auch... Leute, diese Wahl ist rein politisch. Die hat nichts mit irgendwelchen sportlichen Leistungen mehr zu tun. Ja. Also wer diese Wahl da irgendwie ernst nimmt, der ist selber schuld. Zu Harry Kane hat er das gesagt, was man immer sagt, er schießt so viele Tore als Neuner, aber er ist so viel mehr als wie nur das. Und die Frage ist, welche Trophäen Harry Kane möchte. Da werden wir mal sehen. Ja, wie Vincent schon gesagt hat, das ist, glaube ich, ja. Zu Real Madrid hat er jetzt nicht kaum was gesagt. Ja. Gesagt, dass es natürlich für Vinicius Junior schade ist, aber ist dann ein Verein, der diese Wahl boykottiert und bla und so. Da seht ihr schon, in welche Richtung das geht. Ja. Also, wer diese Wahl nur ansatzweise irgendwie ernst nimmt, der weiß ich auch nicht. Immer nicht so einfach, da wirklich den Ballon d'Or zu vergeben, weil es einfach wirklich 3, 4, 5, 6 herausragende Spieler gibt. Jetzt hat Rodri diesen Preis gewonnen, ein fantastischer Spieler. Ein bisschen ungewöhnlich immer, wenn ein Spieler den Preis gewinnt, der nicht ein Stürmer ist oder ein Offensivspieler. Aber es ist sicher ganz ein außergewöhnlicher Spieler, den es in dieser Art und Weise nicht so oft gibt und darum sicher auch sehr verdient, auch wenn sich andere Spieler sicher auch verdient hätten. Real Madrid, ja, können wir wenig dazu sagen. Das ist die Entscheidung von diesem Verein, wie das zustande gekommen ist. Da sind wir zu weit weg. Ja, wollte uns auch egal sein. Kommentieren. Uns macht es sehr stolz, dass Harry Kane diese Trophäe gewonnen hat. 52 Tore, glaube ich, übergreifend mit Verein und Nationalmannschaft. Das ist unglaublich, seine Quote. Das ist unglaublich. Dafür sind die Hamann gesagt hat, der schießt keine 20 Tore. Wild, oder? Quote bei uns in der Nationalmannschaft, auch in den letzten Jahren immer wieder diese Konstanz, immer wieder diese Tore zu erzielen, diese Leistungen abzurufen. Aber ganz entscheidend für uns ist natürlich auch, wie er als Typ ist, wie er für die Mannschaft arbeitet und wie man sieht, welche Meter er zurücklegt. Und darum wird er sich einfach verdienen und wird auch so kommen, bin ich überzeugt, dass er Titel mit der Mannschaft gewinnt. Das ist sein großes, großes Ziel. Und dafür brauchen wir seine Tore, aber dafür brauchen wir auch seine Leidenschaft und seine Energie und seinen Einsatz, wie er es derzeit auf den Platz bringt, auch neben seinen Toren. Dann der Kicker nochmal, Georg Holzner, bitte. Ja, sorry, wie steht es denn um die Spieler, die noch angeschlagen sind? Also Ito, Stanisic und wen haben wir noch? Boi. Wie steht es denn um die? Wie weit sind die vom Comeback jetzt entfernt? Wann rechnet man mit denen, dass die zurückkehren? Ja, bei Sascha Boje schaut es schon ganz gut aus. Der trainiert schon wieder mit dem Ball, wird dann in den nächsten Tagen in die Mannschaft integriert werden. Also das ist, vom zeitlichen Ablauf sind wir da sehr, sehr nah dran, dass er wieder in die Mannschaft einsteigen kann. Das wird sich in den nächsten, sag ich mal, 5 bis 10 Tagen passieren. Da hoffen wir, dass er uns bald wieder zur Verfügung steht. Bei Hiroki ist es so, dass er einen kleinen Rückschlag hatte, aber jetzt schon wieder am Platz ist. Er läuft schon wieder. Da sind wir auch sehr, sehr positiv, dass das bis zur Länderspielpause weitere Fortschritte macht und hoffentlich danach auch wieder einsteigen kann sukzessive. Und bei Stani wird es noch ein bisschen länger dauern. Da werden sicher die nächsten Wochen noch genützt werden müssen, um daran zu arbeiten, dass er wieder wirklich ins Laufen kommt. Aber er läuft auch schon wieder, aber das wird noch einige Wochen dauern bei Stani. Ja. Dann einmal noch bitte in der letzten Reihe. Ja. Genau, Kilian Kreitmeier für die Abendzeitung. In den vergangenen 4 Jahren ist man ja 3-mal in der 2. Runde ausgeschieden. Rufen Sie das Ihren Spielern ins Gedächtnis, dass man da nochmal mehr fokussiert an die Sache rangeht? Keine Sekunde. An die Vergangenheit können wir nichts mehr ändern. Und bei mir geht es jetzt um, wir haben gerade gegen Bochum gespielt und wir haben gegen Bochum auch in die letzten 3 Jahre 2-mal verloren. Es geht darum, was wir jetzt morgen bringen. Es geht über, wie wir unsere bessere Leistung bringen. Und die ganze Energie und Fokus geht da drin. Ich habe unglaublich viel Vertrauen in diese Mannschaft. Aber es hängt immer ab von wie uns aufstellen für jeden Spiel. Und das ist wichtig. Okay, vielen Dank euch. Danke euch. Bis morgen in Mainz. Servus. Bis morgen in Mainz.
Das mag ich an Vinny. Ja, genau so ist es. Und er formuliert das jedes Mal aufs Neue. Und ja, wir müssen nicht in der Vergangenheit leben oder mit irgendwas vergleichen. Das nächste Spiel zählt und Punkt. Ja? Mein Tipp 1-3, 1-4, so um den Dreh. Ja, wenn wir unsere PS auf den Rasen kriegen, alles gut. Ja? Das soll doch gar nicht despektierlich gegen Mainz sein oder sonst was. Für dich auswärts, Pokalspiel ist immer schwer, ist ein Spiel, es kann alles passieren. Ne? Du brauchst ja nur wieder ein neuer Fehler haben, so wie gegen Bochum und das Ding geht rein. Dann brennt das Stadion, ja. Und dann setzen die noch einen Konter, weil wir wie bekloppt anrennen und es steht 2-0 für Mainz. Wer weiß das schon, ja. Alles ist möglich. Aber alles, was ich bisher von unserer Mannschaft gesehen habe, auch wie wir mal mit Rückständen umgehen, mir keine Sorgen. Ja? Also ich bin guter Dinge. Aber, wie gesagt, ein Spiel, das kann immer alles passieren. Ne? Wir hoffen es natürlich nicht. Und ich wünsche uns allen einen guten Spiel morgen und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dahin. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, kann niemand trennen.